Unser Bus bringt uns in die größte von drei Antholzer Ortschaften nach Antholz-Mittertal. Hier starten wir unsere heutige Wanderung, die uns bis ans Ende des Antholzer Tals zum Antholzer See führen wird. Wilde Tiere oder verfressene Kühe. Also ich könnte ja jetzt sagen, wir wollen heute noch bis da oben. Das wäre eine platte Lüge. Erstes großes Highlight auf unserem Weg ist der Glambach-Wasserfall auf ca. 1500 Meter Höhe. Die tosenden und schäumenden Wassermassen sind akustisch ein Ohrenschmaus und visuell ein echter Hingucker. Von dort geht es dann immer weiter bergan über die Berger Alm zur Schwürzalm, wo auf uns eine leckere Brotzeit wartet. Ja, für dieses Panorama hat sich diese Kraxelei gelohnt. Wir sind auf der Schwürzalm auf 1681 Meter. Auf abenteuerlichen, naturbelassenen Pfaden wandern wir schließlich weiter bis zum Antholzer See. Die imposante, riesenferne Bergkette und tiefgrüne Wälder sind malerische Kulisse des Biathlonstadions im Antholzer Tal, welches auch unmittelbar an den Antholzer See grenzt. Es bietet ca. 15.000 Fans Platz und 2026 soll ein ganz besonderes Jahr werden, ein olympisches Jahr. Denn erstmalig sollen hier Olympische Winterspiele ausgetragen werden. Dieses türkis-blau-grüne Juwel ist der drittgrößte Bergsee in Südtirol.
Gelegen inmitten des Naturparkes Riesenferner Arn liegt dieser Alpensee auf fast 1650 Metern über Normal. Der Sage nach befanden sich an diesem Ort vor langer, langer Zeit drei gut bewirtschaftete Bauernhöfe. Eines Tages kam ein Bettler des Weges und bat um Almosen, was ihm verwehrt wurde. Hungrig musste er weiterziehen, doch er sagte den geizigen Bauersleuten noch eine Quelle hinter den Höfen voraus, die aufgehen würde und die Häuser auf den Grund eines Sees begraben würde. Genauso geschah es und die Riesenferner Bergkette umrahmt noch heute den Ort dieses Geschehens.